So, einen wunderschönen guten Tag hier, Bürgerstabs TFS mit dem Antwortvideo zu Stellt mir eure Fragen. Ja, was sollte ich da noch groß sagen, außer legen wir mal los mit der ersten Frage. Und diese Frage ist von Vlogfan 0. Wie lange brauchst du durchschnittlich für einen Sub? Ich meine, das dauert sicher lange, alles zu übersetzen und zu schreiben, oder? Also, durchschnittlich brauche ich, wenn es gut kommt, 2-3 Wochen, je nachdem, wie ich auch gerade Lust habe. Es kommt auch zum Teil auf die Serie an, die ich mache. Bei Yu-Gi-Oh! Brauche ich nicht ganz so lange normalerweise. Da geht das irgendwie einfacher als bei Dragon Ball jetzt. Das kann sich natürlich auch ändern, wenn das dann alles noch professionell ist und je weiter ich in den Folgen bei Yu-Gi-Oh! Komme. Mal sehen, wie weit das ist. Die nächsten Fragen sind von Mr. Darth Laser. Erstens, wird Yu-Gi-Oh! Abridged von dir fortgesetzt, obwohl Card Games for the Winner gesperrt wurde? Also, ja, fortgesetzt wird's ja, wie ihr gemerkt habt. Nur ich lade das jetzt erstmal nicht auf YouTube hoch, weil die Videos jetzt wurden von mir zum Teil gelöscht und ich habe meine zweite Verwarnung gekriegt und ich möchte das ehrlich gesagt nicht riskieren, dann irgendwie gebannt zu werden oder so. Und zweitens, wie kriegst du die tolle Schrift bei deinen ganzen Videos hin? Ja, also ich benutze dieses schöne Programm, Sony Vegas Pro 8, aber um genau zu sagen, wie ich das mache, da mache ich vielleicht demnächst mal ein Tutorial-Video oder so, mal sehen. Also das würde jetzt zu lange dauern, das alles hier zu erklären. Die dritte Frage von irgendwas 551. Hast du eine Konsole und wenn ja, welche? Also, ich habe da zum einen die Nintendo Wii, schon etwas länger, kann nicht genau sagen wie lange, aber ja, dann die benutze ich ja auch ab und zu mal, im Moment nicht so häufig, ich mache eben mehr lieber die Untertitel, ich bräuchte mal wieder neue Spiele. Und zum anderen habe ich noch den Nintendo 64 schon sehr gut und gerne, dürften bald, naja, 10 Jahre wenigstens schon sein. Der funktioniert noch einwandfrei und ja, wenn mal irgendwann ein Nostalgiefaktor kommt, dann spiele ich auch damit mal wieder. Eine Frage von Rapida. Würdest du dir einen neuen YouTube-Account machen und da TFS Abridged Videos hochladen, wenn dieser Account gelöscht werden würde? Also ich habe ja jetzt schon einen neuen YouTube-Account gemacht, Lurash Subs. Ein paar von euch haben mich ja dort schon abonniert und mal sehen, vielleicht werde ich demnächst dort, wenn es ganz schlimm kommt, auch TFS Abridged so hochladen. Da werden wir mal sehen. Der nächste Schwungfragen kommt von TamStyler75. Zuerst, PS3 oder Xbox 360? Also, wie gesagt, ich bin mehr der Wii-Typ. PS3, Xbox 360 kann ich nicht viel mit anfangen. Wie alt bist du, plus Geburtstag? Also, ich bin 19 Jahre alt und mein Geburtstag war der 6. April. Ja, ist noch nicht so lange her. Würde dich gerne unterstützen. Kann ich noch was anderes machen? Sprich, einen anderen Account von dir abonnieren oder so. Also, ja, du kannst... Ihr könnt gerne, meinen Lurasatz-Kanal abonnieren. Dann erzählt allen Leuten, die ihr kennt von meinem Zeug, erzählt den Leuten, die ihr nicht kennt von dem Zeug. Und ja, ansonsten gibt's eigentlich nicht viel weiter zu machen. Gut, ja, nächste Frage. In welcher Schule warst du nach der Grundschule? Also nach der Grundschule war ich erst am Gymnasium, nur aus gewissen persönlichen Problemen bin ich dann rund auf die Mittelschule. Was machst du beruflich? Also im Moment bin ich noch Schüler an der Fachoberschule, versuche dort mein Abi nachzumachen. Wieso hast du angefangen zu subben? Gab es Personen, die dir sagten, dass du es subben sollst? Also angefangen habe ich eigentlich aus purer Langeweile. Ich hatte mal mit Sony Vegas ein bisschen rumprobiert und gesagt, warum nee, hat ja noch keiner gemacht. Und wollte halt Leuten helfen, die nicht ganz so gut Englisch können und so. Und es gab eigentlich keinen persönlich, der mir gesagt hat, dass ich es subben soll. Wie gesagt, es war halt einfach aus purer Langeweile. Werden wir irgendwann mal dein Gesicht sehen? Naja, wenn ihr das unbedingt wollt, hier bitte. Nee, natürlich nur Spaß. Nee, das ist es nicht. Also im Moment habe ich nicht Pläne, mein Gesicht zu zeigen. Das wird sich vielleicht irgendwann ändern, aber im Moment ist schon der große Schritt, dass ich meine Stimme zeige. Die nächsten Fragen von Little Penny Mousy. Wie lange sprichst du schon Englisch? Also, genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Schon gut und gern. Das wisst ihr nicht. 5 Jahre? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warst du schon mal im englischsprachigen Ausland? Ja, ich war in der, ich glaube es war 9., 10. Klasse, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Haben wir Klassenfahrt nach England gemacht. War sehr schön dort und hat auch geholfen, ein bisschen mit dem Englisch mir da weiterzuhelfen, das jeden Tag zu benutzen und so. Ich wollte natürlich auch schon gerne mal wieder dorthin oder Amerika, Australien, irgendwie mal ein englischsprachiges Land. Welchen Übersetzer benutzt du? Welche Webseite? Welches Wörterbuch? Also zum größten Teil benutze ich die Webseite dict.cc, ein Online-Wörterbuch.
ist wirklich ziemlich gut, stehen auch manche Sprichwörter und so drin. Und zum anderen, ab und zu mal, wenn sich's ergibt, wenn da jetzt was für mich bei DICT.cc steht, benutze ich mal den Google Translator. Nicht immer, aber ab und zu mal, der kann auch mal ganz hilfreich sein. Ja, hast du vor, auch mal den Beruf zu übersetzen? Oder tust du das vielleicht schon? Also, da ich ja Schüler bin, mache ich das im Moment eher nicht, aber es wäre vielleicht mal interessant, in meinem Beruf zu übersetzen. Mal sehen, wie sich das ergibt. Hast du auch schon andere Dinge übersetzt? Also keine Parodien, vielleicht Texte, Fanfictions oder so? Also, bisher anderes Zeug. Das Einzige, was ich da übersetzt habe, ist dieses Episode of Bardock-Ding. Wenn ihr wollt, dass ich was anderes übersetze, stellt mir eine Anfrage, fragt mich einfach, mal sehen, ob ich da was mache. Ich überlasse es euch, wie ihr das wollt. Die nächste Frage von Blarkshype R. Könnte ich mal deine Stimme hören? Nein. Nächste Frage von Totti 0990. So eine Frage musste ja kommen. Na gut. Magst du Bratwurst? Ja, natürlich mag ich Bratwurst. Wer mag denn keine Bratwurst? Von GP Forever. Ist der Google-Übersetzer dein bester Freund? Naja, nicht immer. Es hilft natürlich sehr, wenn ich Zeug übersetzen muss, das kein perfektes Deutsch sein muss und ich da einfach keine Lust habe. Also wenn ich da einfach... Dann nehme ich dann entweder den Google-Übersetzer oder den Babylon-Übersetzer. Das war ja schon in der Folge Yu-Gi-Oh! Bridge. Ich weiß gar nicht mehr welche. Das müsste Folge 9 gewesen sein. Da brauchte ich schon mal nicht sehr sinnvolles Deutsch zum Teil. Von irgendwas 551 nochmal. Was ist der Sinn des Lebens? 42. Und von Gunshiro LP, Muffin Button. So, die nächsten Fragen von Miss DBC Forever. In welcher Stadt wohnst du? In Dresden, eine sehr schöne Stadt. Wie alt bist du? Wie schon gesagt, ich bin jetzt 19 Jahre alt. Gehst du noch zur Schule? Wie gesagt, Fachoberschule. Und wie klingt deine Stimme? So, wie ihr sie hört. So, die nächsten Fragen von TamStyler75 mal wieder. Hast du von TFS eine Genehmigung, die Subs zu machen, oder machst du sie einfach? Also, eine Genehmigung in dem Sinne habe ich von denen ehrlich gesagt nicht, aber in einem meiner Videos, ich glaube es war Helsing Abridged Folge 1, übrigens die 2 kommt auch noch, keine Sorge, ich arbeite dran, auf jeden Fall, da hat auch schon Kaiser Neko, der einer der Schreiber und Editor von Team Forster, kommentiert. Er hat gesagt, vielen Dank für die Subs und so. Also ich glaube nicht, dass sie da was dagegen haben. Und noch eine Frage. Für Yu-Gi-Oh! Brauchst du ja Audioausschnitte, manchmal auch von Filmen. Lest du die ganzen Filme runter für einen kurzen Audioausschnitt? Also ich versuche das weitestgehend zu vermeiden. Ich suche meistens die Clips auf YouTube oder die Zitate, die englischen, suche ich über Google und dann mal sehen, ob es da irgendwie Übersetzungen gibt. Ansonsten, wenn es auch mal vorkommen sollte, dass es da keine deutsche Übersetzung gibt, dann untertitel ich diese Enddinger natürlich. Ich versuche das weitestgehend zu vermeiden, die Filme zu downloaden. Ist ja nicht gerade legal dazu. Ja. Ja. Nächste Frage. Von Shudishi33. Heißt du Lukas? Nein, nicht wirklich. Man möchte es vielleicht denken bei meinem Nickname vielleicht oder so. Ich weiß es nicht, aber nein, Lukas heiße ich nicht. Nächste Frage von Molea00. Keine Ahnung. Ich sage einfach Zero. Wie kann man dich unterstützen? Wie gesagt, erzählt's euren Leuten, allen, die ihr kennt, allen, die ihr nicht kennt. Macht mich bekannt von mir aus. Ja. Weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Einfach anderen Leuten erzählen. So, eine Frage von Akustikporno. Gut. Existenztheorie. Ist etwas da, nur weil wir es sehen? Ja. Ich behaupte jetzt einfach mal ja. Ein Beweis dafür habe ich nicht, aber sag einfach mal ja. Da müsste ich mich jetzt näher mit befassen und zum Philosophen werden, um das genau zu beantworten. Und da ich darauf keine Lust habe, einfach ja. Etwas ist da, nur weil wir es sehen. Wer etwas anderes behauptet, kann es gerne sagen. Aber dafür will ich Beweise sehen. Nächste Frage von Sonic Shadow Fusion. Spielst du Team Fortress 2? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte es mal probiert. Irgendwie ist das Ego-Shooter-Zeug alles nicht für mich. Bist du im Dueling Network angemeldet? Nein, das bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich... Mal gucken, vielleicht ändert sich das noch, aber im Moment eher nicht. Hast du jemals von einem Game namens Super Frog gehört? Ist für Amiga. Also bis gerade eben noch nie davon gehört, nein.
Und würdest du Sonic F auch auf Deutsch übersetzen? Ja, mal sehen, wenn sich das ergibt, wenn ich gerade die Lust habe. Klingt noch eine Idee, ich könnte es mal probieren. Die nächste Frage von Miss Vegapunk. Hey, Lurash, weißt du noch? Ja, sicher. Wenn du mich daran erinnern könntest, was ich weiß, dann sicher. Ich sag einfach mal ja. Ja, ich weiß. Alak95 fragt: Also, mich würde gerne interessieren, wenn du einen neuen Teil von TFS The Bridge machst. Ich warte auf eine Fortsetzung. Also, bei dieser Frage muss ich an einen Clip aus einem Team Forza FAQ Special denken, der sie ziemlich genau beantwortet. Hier ist er. When is the next episode? Bubbles, care to enlighten us? Thank you, Bubbles. HD-Borset fragt, würdest du auch mal irgendwas dubben? Also mit dem Gedanken habe ich schon mal gespielt, ja. Ich hatte auf meinem anderen Kanal Lurash 2006 etwas, da hatte ich ein Big the Cat Voice Acting Video gemacht. Da habe ich halt von Big the Cat aus Sonic the Hedgehog mal die Stimme nachgemacht, so aller Froggy, where are you? Und da hat mich eh nochmal gefragt, ob ich mal für sein Projekt, so irgendein Sonic Stop Motion Ding, mal den Big sprechen konnte. Was daraus geworden ist, weiß ich zwar nicht, aber. Ja, es klingt eigentlich mal interessant, wird schon mal was dann. Ich weiß jetzt gerade nur nie was oder warum. Aber vielleicht ergibt sich was. Mal sehen. So, irgendwas 551 hat noch eine Frage gestellt. Wie bist du auf das Subben gekommen und wie bist du auf TFS gekommen? Also auf das Subben gekommen, wie gesagt, das war mehr pure Langeweile und so. Genau kann ich das jetzt nicht sagen. Und auf Team Forster, ich hatte mal, früher, ich weiß nicht mehr wie, ich habe Yu-Gi-Oh! Gefunden, also Yu-Gi-Oh! Bridge mal gefunden und da habe ich einfach mal gesucht, ob es sowas ähnliches gibt von anderen Serien und da bin ich irgendwie dann, habe ich auf YouTube Team Forster gefunden und habe mich ziemlich schnell gepackt. Boah, ansonsten genau kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen, wie ich auf Subben und auf TFS gekommen bin, also tut mir leid, das weiß ich nicht mehr wirklich. Jolring fragt, Rollmops oder liebe Forelle? Also ich bin ja mehr für Forelle. King Heartification fragt, macht es dir Spaß zusammen? Nein, überhaupt nicht. Ich hasse es. Ich möchte es eigentlich nicht machen, aber ich muss ja. Nein, natürlich nicht. Es macht mir schon viel Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Irgendwas 551, noch eine Frage von ihm. Wie bist du auf Dragon Ball gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich leider nicht wirklich beantworten. Ich glaube, ich habe das irgendwann, als es mal das erste Mal im Fernsehen kam, da irgendwie überflogen und hab gedacht, ach nee, ist doch ziemlich interessant und hat mich dann irgendwann halt gepackt und ja, bin dann schon jetzt sehr länger richtig schöner Fan von Dragon Ball. Bis auf Dragon Ball GT, das mag ich ehrlich, das ist nicht wirklich meins, nee. Also, das brauche ich nicht wirklich. 1972 Buddy fragt, hast du ein Postfach? Nein, ein Postfach habe ich nun nicht. Tut mir leid. Und ja, puh, die letzte Frage von DarkMoon706. Die müsste ich ja eigentlich nicht beantworten. Wie heißt du eigentlich und magst du das übersetzen? Und das erste werde ich nicht beantworten. Ich habe ja in dem Video stellt mir eure Fragen gesagt. Kein Name, keine Adresse, kein Nichts. Also, das bleibt alles noch privat. Und ansonsten übersetzen, ja, das macht mir schon viel Spaß und so. Und sonst würde ich das Ganze hier ja nicht machen. Boah, puh, ja. Da sind wir ja jetzt eigentlich schon am Ende der Fragen. Ging ja dann doch schneller, als ich gedacht habe. Auch wenn es hier schon fast bei meiner Aufnahme 20 Minuten, nein, 15 Minuten sind. Aber gut, naja. Vielleicht mache ich auch später irgendwann nochmal ein Fragenvideo. Stell dir mir nochmal Fragen und so. Und mal sehen, vielleicht werdet ihr in nächster Zeit mehr von mir hören. Mal gucken, wie es sich ergibt. Okay, bis dahin sage ich mal tschüss, lasst es euch gut gehen. Und ich bedanke mich nochmal an alle meine Abonnenten, dass ihr ebenso treue Fans seid und hoffe, dass ihr mich weiterhin anseht, unterstützt. Wie gesagt, wenn ihr wollt, verbreitet meine Videos, sagt Leuten, die ihr kennt, Leuten, die ihr nicht kennt. Und ja, man sieht sich, man hört sich. Bis später.